Meeresspiegel. Wir stehen hier. Morgen. Wir stehen heute Morgen hier noch ziemlich im Nebel auf der Katharinenhöhe bei Schönwald, also wieder im Schwarzwald unterwegs, und wollen über die Martinskapelle zu den zum Brennturm laufen, oberhalb von Furtwange, vorbei an der Güntersfelsen, wieder zurück hier an den Parkplatz. Die Tour sind wir auch noch nie gegangen, sind wohl wenig Pfade zu erwarten, aber wir hoffen, aus dem Nebel rauszukommen. Die ganze Herfahrt war jetzt im dichten Nebel, aber hier sehen wir schon blauer Himmel. Aber noch ist recht frisch, 4,5 Grad. Wir laufen uns jetzt warm. So ist es. Bis später. Hier oben ist eine Rehabilitationsklinik für Familie. Und ist wirklich ganz toll angelegt. Viele Kletterparks, so Abenteuerplätze. Ist wirklich eine ganz tolle Anlage. Der Blick hier in den Wald hat eine besondere Stimmung. So, jetzt laufen wir hier ein bisschen im Nebel, aber da oben guckt er raus, der blaue Himmel. Das ist eine wirklich besondere Stimmung hier. Dem Nebel im Wald, aber die Sonne strahlt rein. Oben das Blau. Richtig schön. Ganz besonders. Ganz besondere Stimmung. Genial. Schon was ganz Besonderes, das da reinstrahlt. Das sind nicht unsere heiligen Scheine. Nein, die können es nicht sein. Wir sind hier natürlich auf einer ziemlichen Höhe. Ich denke, dass es hier so Richtung 1000 Meter geht. Und das hier ist im Winter dann eine Skiläupe, Langlaufläupe. Tolle Atmosphäre immer, wenn die Sonne so reinscheint. Ganz knapp sind wir noch nicht aus dem Nebel draußen. Aber das wird noch. Hoffentlich. Aber auch so hat es was. Kühe im Nebel.
Wiesenbach. Naturschutzgebiet Rohrharzberg, Obere Elz. Brigelirain. Kannte ich jetzt auch nicht. Ja, man landet noch was dazu. Das Wasser südlich des Weges läuft in die Breg, in die Donau. Das Wasser nördlich über die Elz in den Rhein. Und übrigens, wie man sieht, haben wir den Nebel durchdrungen. Super. Nach oben. So schöne Stimmung. Und so Glück, wenn die Sonne hier so durchkommt. Ganz wundervoll.1050 Meter über Meeresspiegel. Wir stehen hier an der Elzquelle. Das ist dann der Bach, der entspringt hier, oder der Fluss entspringt hier. Und letzte Woche haben wir diese schöne Wanderung über den Rohrharzberg und an der Elzquelle vorbei gemacht. So, das ist jetzt hier, wo dieser Bach entspringt. Interessant. Ja klar, Martinskapelle war ja da angeschrieben. Genau. Und das ist unser nächstes Ziel. Erstes Etappenziel erreicht. Wobei die Elzquelle war ja auch schon ein schönes Ziel. Hier an der Martinskapelle. Und man sieht, da vorne der Nebel. Wir sind genau drüber. Quellheiligtum Martinskapelle. Hier waren wir am Höhengasthaus Kolmenhof. Kolmenhof erinnert mich doch gleich an Holmenkollen. Ah ja. Was kriegst du da an Souvenir? Wahnsinn. Ein Souvenirautomat nicht so angekriegt. So. Das ist noch ein kurzes Stück bis zu den Güntersfelsen. So, jetzt sind wir da. An den Güntersfelsen. Große Stein. Mächtige Steinbrocken auf der Höhe. Soweit ich mich erinnern kann, ich habe damals als Kind nie gewusst,
wie die hierher gekommen sind. Ein Abenteuerplatz für Kinder, aber auch für Erwachsene. Der Wald ist hier übersät mit diesen Felsbrocken, die sie irgendwann mal nach oben gedrückt hat. Vielleicht rundum alles erodiert ist. Müssen wir schauen. Keine Ahnung. Aber was bei rausgekommen ist, ist imposant. Gabi hat sich ein schönes Plätzle ausgesucht. Ein Kletterparadies. Für kleine Hobbykletterer. So, nach diesen beeindruckenden Felsen hier mitten im Wald, einem Abenteuerspielplatz für Jung und Alt. Groß und klein. Gehen wir jetzt weiter Richtung Brent. Jetzt genießen wir nochmal ein bisschen die Ruhe hier auf dem Pfad, weil der Brent. Oben ist natürlich ein großer Wanderparkplatz, eine Wirtschaft. Und das wird jetzt natürlich ziemlich gut besucht sein. Der Brennturm, früher kommt man da hoch. Man hat eine schöne Aussicht gehabt, mal schauen, ob er geöffnet hat. Dann wird da schon einiges los sein bei diesem Wetter. Schauen wir mal. Aber wir sind ja auch hier. Jetzt geht der Weg doch mal ein paar Meter. Über so einen schönen Pfad. Allerdings sind wir so, sag ich mal, 50 Meter weiter links zurückläuft, kommt man wieder auf einen breiteren Weg. Ja, wie bei der Güntersfelsen, nur ein kleiner.
haben jetzt die Felsbrocken auf dem Weg. Und das da drüber, das könnte Kandel sein, oder? Herrlich hier, der Blick. Da stehen sie in der Sonne und genießen die warmen Strahlen. Da sieht man noch, wie der Nebel über dem Tal sich hält. Und das schauen wir sicher Richtung Feldberg Belchen, denke ich so. Ja. Da hinten ist der Feldberg, man sieht die Türme. Gerade wird Bänkle frei. Endlich wieder mal ein Gabi-Bänkle. Der Aussicht. Kann man nicht meckern. So, der Brennturm, unser nächstes Ziel. Wir sind mit einem ganz kleinen Schlenker, haben wir noch gemacht, am Brennturm angekommen. Und da wollen wir jetzt mal schnell noch hoch und die Aussicht von noch weiter oben genießen. Hier blicken wir, wie gesagt, Richtung Feldberg. Die Türme sind zu sehen, zumindest ohne GoPro. Dann dürfte es da rechts der Bällchen sein. Und Gabi hat in ihrem Rücken, das dürfte der Kandel sein. Das ist kein Spaß. Nee. Das Wetterhaus ist ein wenig schmal. Ja, mit dem Gegenverkehr wird es schwierig. Die letzten Meter geht es dann in einen breiteren Rhythmus nach oben. Hier blicken wir Richtung Rheintal. Schön. Daumenstock. Wenn man hoch. Nee. Hier oben ist ganz schön was los, aber wir sind auf den Turm hochgekommen, ohne Probleme, der ist ein bisschen eng, aber war wunderbar. Letzter Blick mal auf die Nebelfelder und jetzt geht es hier durch den Wald weiter. Gabi guckt immer auf ihre Fitness, Armband, Gedöns, Hightech, super. Ich habe schon zwei Belohnungen gekriegt. Für zwei Belohnungen für die Wanderung gekriegt, aber das Interessante ist, heute Nacht hat es wohl eine Grenzverschiebung gegeben. Die Uhr hat uns vor wenigen Minuten willkommen in Frankreich begrüßt.
Ah, ja. Ja, die will halt auch irgendwas. Für mich war es neu, dass der Brent hier alles in Frankreich liegt, aber. So, jetzt sind wir da auf dem Rückweg. Und genießen die warmen Sonnenstrahlen. So herrlich. Oh. Warte mal. Warte mal. So wunderschön. Aber so ein herrlicher Herbsttag. Traumhaft hier zu laufen. Also hier ist es jetzt richtig ruhig. Hat man gar nichts. Außer uns natürlich. Unser nächster Abzweig, Schönwald, Piuskapelle. Ja. Ganz schön steil hier. So, von da oben sind wir gekommen. Hier rechts geht auch ein schöner Weg. Den gibt es auf Komoot aber auch nicht. Obwohl der schön da hinten am Berg entlang verläuft. Also es gibt dann, wir laufen ja wirklich viel nach Komoot, aber es gibt doch einige Wege, auch richtig schöne Wege, die sind nicht auf der Karte. Übrigens da unten verläuft ein Bächle und links am Weg läuft auch ein kleines Bächle. Das Velociraptor kommt. Ist das einer? Der sieht gar nicht so gefährlich aus. Hier könnte man echt Jurassic Park drehen. Hat es im Schwarzwald auch Dinosaurier gegeben? Ja, ja, also. Dann soll jetzt einer kommen. Wieder Schwarzwald-Idylle pur. Schön. Guck mal, schön die Oberheit. Ja. Ja. Das dürfte die Piuskapelle sein. Und natürlich gehen wir da auch noch hoch. Da unten sind wir der Weg, von dem wir gerade gekommen sind. Ob sie überhaupt auf hat. Da geht es jetzt für uns weiter, da hinten hoch. Herrlich, herrlich, herrlich. Hi. Dort nochmal die Sonne genossen. Und hier nochmal ein Blick auf die Piuskapelle, wo wir gerade waren. So, die letzten Meter hoch zur Katharinenhöhe. Ja, geht's wieder gut bergauf. Ja, heizt nochmal ein. Heizt nochmal ein, bis wir im Auto sind. Nochmal einen Blick zurück Richtung Piuskapelle und Richtung Brent. So, ja. Zur Katharinenhöhe geht es nochmal ganz schön rauf, rauf, rauf. Oh. Endsport. Also Sport halt weniger. Fangen wir nochmal richtig Schwitze an. Absolut. Sieht auf der GoPro sicher nicht, aber da geht's kerzerglatt, der Buckelhof. Kann ich sagen, ich ringe nach Atem.
So. Brauchen wir nochmal ein paar Körnchen. Ich brauche Gemüse. Abtisch Gemüse. Naja, hier hält sich in Grenzen. Und ist der Blick Richtung Brent. So, wir sind wieder oben auf der Höhe, unmittelbar am Parkplatz. Schauen hier hinter uns wieder Richtung Brent. Und die Tour war richtig schön. Du hast ganz neblige Brille. Erst durch den nebligen Wald mit der Sonne, dann natürlich die Martinskapelle, hoch zu der beeindruckenden Günthersfelsen. Weiter zum Brent und Brennturm mit wirklich einer ganz tollen Aussicht. Wieder durch einen ganz idyllischen Weg runter der Wald, wieder runter ins Tal zur Piuskapelle. Von dort nochmal ziemlich, ziemlich heftig nach oben wieder zum Parkplatz. Aber eine ganz tolle Tour, oder? Herrlich. Wir überlegen uns, wie die wohl im Winter zu gehen wäre. Wahrscheinlich machen wir das mal. Ihr werdet es ja sehen. Also richtig schön. Top.